Hallo und herzlich willkommen zurück bei The Hunter Call of the Wild, Freunde. Wir machen hier weiter mit der nächsten Mission. Das ist Sommer 1. Gehe nach Spreeberg, identifiziere einen Ruf eines Rehs, finde eine Spur eines Rehs und finde Losung eines Rehs. Das werden wir jetzt gleich mal machen. Dazu muss ich erstmal gucken, habe ich noch genug Munition dabei? Eigentlich ist das, ja, das reicht noch. Wir sollen ja mehr entdecken als schießen, aber wenn ich natürlich ein Reh entdecke, ist natürlich klar, dass ich das denn auch, wenn ich alles gefunden habe, auch schieße. So, dann reisen wir dort mal schnell hin und gucken mal, was da abgeht, Freunde. Also, ich habe ein bisschen was an dem Ton verändert. Ich hatte ja immer gesagt, man hört im Hintergrund zu viele Geräusche. Das sollte jetzt nicht mehr der Fall sein. Das sollte sich schon deutlich besser anhören. So, wir mauten uns jetzt einfach mal den See an. Weil da habe ich immer die besten Erfahrungen gemacht, dass in der Nähe von dem See immer gut Tiere waren. Und ich denke mal, das wird uns auch nicht, wie soll ich sagen, auch nicht enttäuschen, der See. Weil wie gesagt, da hatte ich bis jetzt immer gute Erfahrungen und ich denke mal, hat uns das nicht großartig verhunzen wird jetzt. Na gut, das ist 13:40 gleich. Ah, weiß ich nicht, ob das so gut kommt, aber das werden wir dann noch sehen. Ich call einfach mal. Vielleicht haben wir Glück und kommt schon irgendwas. Na gut, immerhin sind das 500 Meter, das ist ein Betten was. Aber hoffen wir mal, dass es gut geht. Du. Naja, also Freunde, hier auf Hirschfelden muss ich sagen, ist es deutlich einfacher mit den Missionen. Die anderen Missionen auf Late and Lake werde ich dann später machen, sobald ich den Bärencaller habe. Versuchen das Foto. Wo jetzt? Ich sehe gar nichts, aber okay. Wird schon seine Richtigkeit haben. Was ich halt gerne hätte, wäre, sagt mal schnell, dieses Geruchmittel hier. Geruchsreduzierer, genau, ist mir gerade nicht eingefallen. Das wäre ganz nice. Aber wenn er sagt Track nearby, dann hat hier glaube ich schon Reh reagiert oder so. Naja, gucken wir mal weiter. Gucken wir mal weiter, Freunde. Also am See unten finde ich hundertprozentig was, da bin ich mir auch nicht ziemlich sicher. Ah, Dammhirsch. Ah. Schade. Ein Dammhirsch. Zu schön, um wahr zu sein, ich sag's immer wieder. Das ist leider nur die Sonne.
Überlege gerade, ob ich einen Cut mache und euch dazu hole, sobald wir wieder am See sind, aber. Da bin ich mir gerade gar nicht so ganz sicher, oder sollen wir das laufen lassen? Ich weiß nicht. Ach ja. Ah, Freunde, ich denke, wir machen einen Cut und ich hole euch dann dazu, wenn sich hier irgendwas tut oder wir irgendwo was. Quatsch. Wenn sich irgendwas tut oder wenn ich halt am See bin. Also bis gleich. So, Freunde, ich habe jetzt ein Wisent da vorne entdeckt. Werde ich mir jetzt auch versuchen zu holen. Wird natürlich nicht ganz so einfach. Oder vielleicht doch. Ja, Freunde, ich habe die 7 mm Magnum jetzt hier. Weiß natürlich nicht, ob das jetzt Punkteabzug gibt oder ob die dafür perfekt geeignet ist. Das weiß ich nicht. Das werde ich gleich sehen. Nö, ist perfekt sogar. Wunderbar. Passt doch. Haben wir schon mal das erste Tier, Freunde? Ah, ich brauche ein Reh. Das ist halt immer das Problem. Vielleicht sind da Drehspuren, das wäre ja mal was Feines. Was ich aber nicht glaube, aber ne? Naja, wollte ich gar nicht sagen, aber passt schon. Ihr wisst ja, was ich meinte. Komm bitte, Reh. Komm, sei bitte ein Reh. Sei bitte. Ne, ist zu groß für ein Reh. Dammhirsch. Oh Mann, ey. Ich war einer der festen Überzeugung, dass ich hier in der Nähe des Sees irgendwas finde. Pustekuchen. Meine Kap hat gefunden, aber kein Reh, ne? Was ist das? Da liegt doch gerade was. Entweder war das ein Wiesent oder? Aber nee, das war kein Wiesent, das sah mehr aus wie ein Rothirsch oder so. Naja. Wir laufen noch mal bis zum See. Jetzt fängt es an zu regnen. GG. Ich wollte eigentlich sagen, wir laufen noch mal bis zum See. Und wenn sich hier nichts tut, dann reise ich mal zum anderen Gebiet. Weil hier ist irgendwie tote Hose. Ich habe ja gehofft, dass ich hier zumindest mal eine Rehspur finde oder so, aber gar nichts. Nicht mal eine Spur, nicht gar nichts. Naja. Keine Rehe unterwegs. Sonst, wenn ich hier im Stream gespielt habe, habe ich 10, 20 Rehe geschossen. Ungelogen. Aber naja. So ist das manchmal, ne?
Na doch, jetzt haben wir einen Rufer. Warte, 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 warte. Was muss ich denn noch machen? Hat er doch hier irgendeine Mission? Warte mal. Erlege bei Nacht einen Hirsch und verwerte ihn. Erziele dabei mindestens eine Goldpunktzahl. Ja, dann haben wir das ja erledigt hier. Dann gehen wir nochmal hier hin. Gucken, ob wir hier vielleicht ein Foto noch kriegen. Ah, das ist ein Anzeigebug, Freunde, das ist kein Rothirsch. Der ist zurzeit irgendwie am Start. Zeigt dir mal an, dass das Rothirsche sind, sind aber keine. Den würde ich mir aber lieben gerne noch mitnehmen. Der werde ich halt noch versuchen, ein Foto von dem Dings zu machen, aber das weiß ich, ob ich das schaffe. Aber mit dem Hirsch weiß ich nicht, ob ich das probieren soll. Der ist bestimmt abgesprungen, ne? Oh, der wird abgesprungen sein. Ja gut, Freunde, ich beende einfach die Folge hier und wir machen das nächste dann in der nächsten Folge. Also bis denn dann. Tschüss.